1 Million Euro. Diese gewaltige Summe hat ein österreichischer Lobbyist laut Profil dem damaligen Eurofighter-Konzern EADS verrechnet. Und zwar für Öffentlichkeitsarbeit mit dem ORF. Die Rechnung ist mit 22. Jänner 2003 datiert. Darin heißt es unter Rechnungszweck: werbliche Betreuung Eurofighter-Kampagne für das österreichische Bundesheer. Und weiter: für die werbliche Betreuung Januar bis Dezember 2002 erlauben wir uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: Öffentlichkeitsarbeit mit dem ORF, Gespräche und Veranstaltungen mit den Redakteuren und Sendungsgestaltern, zwecks Produktion und Sendung von Reportagen über EADS, Eurofighter und Offset, Ausstrahlung in Sendungen wie zum Beispiel Zeit im Bild, Report, Euro, Am Schauplatz, Modern Times, Thema etc. Der ORF verweist auf die eingeleitete Prüfung der Revision. Schon zuvor war aufgekommen, dass ein leitender ORF-Mitarbeiter mit militärischem Background ein Strategiepapier für EADS angefertigt haben soll, wie man im ORF gezielt Stimmung für den Eurofighter-Kauf machen könnte. Namentlich genannt wird laut Profil der frühere zentrale ORF-Chefredakteur Walter Seledek. Seledek, Milizoffizier im Rang eines Brigadiers, seitdem nach einer von mehreren engagierten Ansprechpartnern, die die Umsetzung erfolgreich unterstützen werden. Mittlerweile ist Seledek Bezirksrat für die FPÖ in Wien-Döbling. In einem Interview vorige Woche meint Seledek, er habe zu EADS nur als Journalist Kontakt gehabt. Der ORF will eine mögliche Verstrickung von Mitarbeitern in die Causa Eurofighter lückenlos aufklären. Generaldirektor Alexander Wrabetz hat die interne Revision mit einer vertiefenden Prüfung beauftragt.